Herzlich willkommen zurück im Weltraum in Folge 37 von Let's Play Albion Prelude. Ich bin der Einsmeister und befinde mich im Sektor PTNI Hauptquartier, wo ich doch nun endlich die geforderte Station aufbaue. Meine Güte, das hat ja auch lange genug gedauert. Jetzt haben wir ja zwei Folgen lang mit dem Hauptquartier rumgewerkelt. Jetzt heißt es wieder zurück zum täglichen Geschäft. Das tägliche Geschäft heißt diesmal Profite scheffeln. Also gut. Die Station bitte aufbauen. Raketenfabrik Feuersturm. Taste 5 auf dem Nummernblock drücken, auf die Navigationsbarke hier. Und dann Kommando akzeptiert. Sollte es hoffentlich klappen. Eingehende Nachricht. Ja. Sie haben an Ansehen gewonnen. Ah, herzlichen Dank. Ich bin jetzt Direktor bei den Teladi. Was ist das? Bedeutet das eigentlich gerade für mich? Nee, da sieht man das nicht. Man sieht es in der Enzyklopädie. Bei den Völkern. Teladi. Da. Höchster Rang bei den Teladi. Ach, das ist toll. Okay. Du springst einfach mal und dockst am besten an in Elenas Glück. Da militärischen Außenposten. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Oder? Ja. Ja. Und ich gucke jetzt mal gerade, ob irgendwie noch was Probleme bereitet. Nein, sieht nicht so aus. Außer vielleicht die Mannschaft. Der wartet auf Abholung in Ronkas Prüfung. Teladi Ausrüstungsdock. Na gut. Da müssen wir dort mal einen kleinen Besuch abstatten. Ronkas Prüfung. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80. Da oben hat sich ein Transporter dieser Station angenähert. Das ist wahrscheinlich einer meiner Erzhändler gewesen. Der hat direkt gewittert. Oh, da gibt es neue Profitmöglichkeiten. Erreiche System. Ronkas Prüfung. Also Vollgas und hin. Ja, jetzt sind wir da im Split-Sektoren und mit den Split geht es jetzt erstmal weiter. Denn wir haben erfahren, dass dem armen General da dort seine Braut weggelaufen ist und das kurz vor der Hochzeit. Und wir haben jetzt die absolut ehrenvolle Aufgabe, sie wiederzufinden. Ach ja, was tut man nicht alles? Split-Schiffswerft. Hast du Baupläne für mich? Vorsicht, wenn ihr Baupläne kauft. Es kann sein, dass man euch einige Baupläne doppelt anbietet. Also, Sie sprechen mit dem Autopassen Sion. Sie nee. Wollen Sie von diesem Geschäft... Nee. Obwohl... Ja, nein. Kalkküste. Ja. Ja, ja, ja. Ah, da sind noch ein paar Schiffe gelandet, oder? Hat die Harpie denn einen Mineralienscanner? Ja, hat sie. Okay, Harpie. Kommando akzeptiert. Folge mir mal. Ist die jetzt hier reingesprungen? Nee. Militärischer Außenposten. Andock erlaubt. Autopilot deaktiviert. Na komm, geht doch. Ja, ich lasse die Harpie jetzt erstmal den Sektor scannen und die macht dann die Mission für mich. Andock-Vorgang erfolgreich. Heil der Familie Ronka. Die Split-Dynastie wird durch ihre Anwesenheit an Bord geehrt. Verbindung zum örtlichen. Ausbilden. Alles ausbilden. Der Preis steigt, je höher der Marine übrigens bereits ausgebildet ist. Und da ich nur die Besten der Besten will, muss ich also ordentlich was investieren. Denn die werden bald benötigt. Sehr bald sogar, wenn das mit unseren Profiten so weitergeht. Dann wird nämlich ein bisschen was investiert in eine besondere Schiffsklasse und dann geht es auf Schatzsuche. Aber ich will noch nicht so viel verraten, das wäre wirklich nicht schön. So, die ganzen Marines sind jetzt zunächst einmal in der Ausbildung. Ich kann mich wieder abdocken. Und dort ist die Harpie. Wie sieht das Ding denn aus? Ja, wie gesagt, eine Rakete mit Cockpit. Mehr ist das nicht. Und, ja.
super Drifting hier. Herrlich, herrlich, herrlich. Das sag mal. Das ist ja laut. Von wegen, Teladi-Schiffe sind nur langsam. Okay, du. Kommandokonsole. Du darfst jetzt mal alle Asteroiden im Sektor hier scannen. Kommando akzeptiert. Und ich rede mit der Split-Schiffswerft, oder? Das war das doch. Hier ist denn die Schiffswerft. Da. Split-Schiffswerft. Na. Ich wette mit euch, dass das Ding sich jetzt irgendwo an den Asteroiden ranklatscht und in Einzelteile zerspringt. Split-Schiffswerft. Sie sprechen mit dem Automatisten. Sie und der Zeit wollen Sie von die. Okay. Ab hier. Oh, das war knapp. Ja, ich springe jetzt lieber aus dem Sektor, damit die Kollisionsabfrage der Harp hier ausgestellt ist. Bevor hier noch irgendwo ein Unglück geschieht. Und zwar, wo will ich hin? Ich muss schnell, schnell machen. Nach Tyns Entdeckung. Da führt uns nämlich die Mission von Stark im Arm hin. 10%, 20, 30, mach hinne, Betty. 40, 50%. Ich habe echt Angst, dass das Ding irgendwo... Ja, das ist das Tolle an der Harp hier. Super schnell, aber nicht sehr gerade beweglich. System. Tyns Entdeckung. Ah, herrlich. Sieht auch nett aus, das Hauptquartier. Argon, Kartografiedienst. Merkur. Was soll's sein, Pilot? Ich lade die Preise. Nee. Die Mission müsste es eigentlich sagen. Acht Asteroiden, ja, die Harp hier scannt jetzt erstmal. Ich krieg dann ja Bescheid gesagt, wenn ich die erforderlichen Asteroiden gescannt habe. Stark im Arm Hauptquartier. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Formulieren Sie Ihre Anfrage. Hast du wollen von Split? Ich hörte, ist Ihnen eine Zügerin abhandengekommen. Wenn ich fragen darf, was ist denn genau eine Zügerin? Das haben sich bestimmt einige schon gefragt, seitdem ich die erste Nachricht von Stark im Arm vorgelesen habe. Ah, ehrenhafte Split-Tradition. Männliche Split neigen zum Kampf. Weibliche Split sind angehalten, Split mit großer Ehre zu wählen. Ein Brauch, der von Patriarch Gustgilt eingeführt wurde. Boah, ich hasse diese Namen. Eine Heirat mildert die gedankenlose Aggressivität der Split. Aha. Deshalb sieht man noch nie weibliche Split, oder wie? Sie erlangt Ansehen. Manchmal ist sie Beraterin, manchmal auch Taktikerin. Ach, also die männlichen Splits sind die Muskeln und die weiblichen Splits dann das Hirn. Hm? Irgendein Splitname Züglerin hatte Einfluss auf die Beplanung von Operation Final Fury. Weibliche Splits sind intelligent, gewitzt. Hübsch. Sieht besser aus als du, ach Gott. Der Verlust dieser Züglerin kann die Familierie ins Wanken bringen. Du sie finden und uns informieren, wo sie seien. Wir dich großzügig belohnen. 5 Millionen Credits. Ihr Angebot beschämt mich. Geben Sie mir gefälligst etwas, wofür es wert ist, zu kämpfen. Ja, meine ich aber auch. Gesprochen wie ein wahrer Krieger. Split beruhigt. Stark im Arm bietet neue Schiffsdesigns, wenn sie entwickelt. Was du sagen? Wird erledigt. Neue Designs für unser neues Hauptquartier? Hallo, da bin ich doch dabei. Mistral. Rede mit bediensteter Familie in Familie Rü. Okay. Ja, die Operation Final Fury, da soll ja auch eine Taktikerin hinter gewesen sein, also eine Züglerin der Split. Das ist die Operation, in der man die Karg ein für alle Mal ausgelöscht hat. Spoiler-Alarm übrigens. Okay. Wie sieht meine Mission mit aus mit Asteroiden? Noch ein Asteroid scannen. Wunderbar. Und jetzt rede mit... Aha, okay. Aber bevor ich das mache, sage ich meiner Harp hier erst, dass sie sich aufhören soll, im Initial D-Style um Asteroiden rumzudriften und irgendwo andockt, wo es sicher ist und wo sie keinen Unsinn treiben kann. Am besten an den Außenposten. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Okay. Das sollte sicher genug sein. Die ist sowieso innerhalb von ein paar Sekunden da, also. Nach dieser kleinen... Nee, nicht dahin, nicht fortwährende Sünde. Was ist denn das? Hallo. Ah. Da.
Antrieb wird geladen. 10% eingehende Nachricht. Es ist wahrscheinlich jetzt die Harpie, die sich meldet und sagt, bin fertig. Mehr driften? Nee, nicht mehr driften. System. Ronkas Prüfung. Ah, ja. Harpie Scout. Das Scout habe ich übrigens da hinzugefügt, damit ich immer weiß, was da deren Auftrag ist, der Schiffe. Also sie ist halt ein Scout. Sie sprechen mit dem automatisierten Essen. Sie uns. Alles fertig. Eingehende Nachricht. Ah, 887.000 Credits kann man immer gebrauchen. Mistral. Wir sind da hinterher. Ein Unihändler. Ah, einer von vielen, von der großen Handelsflotte, der Cosmomarina. Bestes Unternehmen im Weltraum. Ah. Sprungantrieb wird geladen. 10%, ach, was? 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80. Sprung abgebrochen. Ah, ich wollte gerade einen unfokussierten Sprung machen. Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Sie sprechen mit dem Auto. Du wolltest nun senden Daten. Zeigen, was. Ja. Ein Split M4 soll ich daran liefern? Split Schiffswerft. Kein Problem. Was willst du denn haben? Ein M4 Skorpion. Die Aufklärerklasse ist noch schneller sogar. Verteidiger? Nee, die Angreiferklasse ist schnell. Die Aufklärerklasse ist sogar noch schneller. Aufklärer, einfach mal. Ja. Okay. Keine Mätzchen. Nee, nicht aufrüsten. Das ist super. Ich möchte gerne ein Splitschiff haben. Und eine Schiffswerft im selben Sektor. Ich bezahle mir 1 Million irgendwas plus den Wert des Schiffes, wenn du es mir die paar Kilometer rüberbringst. Hm. Natürlich. Immer doch. Das war die Siliziummine, denke ich an. Ne? Undock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Ja, die Siliziummine. Okay, das sollte allerdings schnell gehen. 13 Minuten, bis dahin ist es sicher da. Skorpion, Aufklärer. Hoffe ich doch mal. Ansonsten habe ich einfach mal ein Schiff gekauft. Okay. Sprungantrieb. Ab nach Familie. Ich. Nee. Militärischer Außen. Dieser Außenposten dient als entlegene Operationsbasis für Militär. Bevor es nach Familie Rü geht, erstmal ein paar Energiezellen nachtanken. Ich bräuchte eigentlich immer mal so ein. Wie sagt man, so ein Weltraum-ADAC, der mir halt immer so Sachen vorbeibringt. Das wäre doch mal was. Teil der Familie Ronka. Ah, Split-Dynastie wird durch ihre Anwesenheit. Das lässt sich, glaube ich, sogar einrichten, wenn ich mich nicht recht erinnere. Ja, das lässt sich wirklich einrichten. Ein andermal. Im Moment muss ich mich halt damit zufrieden geben, an Außenposten anzudämmen. So. Ja, der Skorpion wird sich gleich melden, dass er an seinem zukünftigen Besitzer angekommen ist und dann brauche ich auch nicht mehr in den Sektor rein. Erreiche System, Familie Rü. Eingehende Nachricht. Ja. Aha, hey Sie, Harry Gould. Laut Stationsgeräte arbeiten Sie nun für Stark im Arm. Wie läuft das so für Sie? Ja, ich dachte mir... Ja, dachte ich mir... Schauen Sie vorbei, wenn Sie ein echtes Angebot haben wollen. Okay. JSSD, John Furco Space Dynamics Division. Ah, John Furco. Hey. Handelsplatz. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikator. Du wollen Split? Nee. Sie sprechen mit dem automatisierten. Du wollen Split? Bediensteter der Familie, was? Sie sprechen mit dem Wie können Sie Ihnen helfen? Station hacken, ja. Wir zeigen Ihnen die Preise. Ich habe mal eben Terraner Station gehackt. was ist denn meine Mission? Rede mit Leo Fisti. Also noch nicht mehr mit dem Typen. Triebwerkstuning. Ich mir Triebwerkstuning gönnen. Argon, Amun, Prototyp. Haha, der cruist hier mit seinem Amon rum. Ja? Er sieht aber nicht sehr. Das ist normalerweise Piraten mit Porträt. Sie kennen dieses unentschuldigt fehlende Züglerin. Ich werde verdreifachen, was auch immer dieser Karottenkopf Ihnen anbietet. Wenn Sie uns zuerst sagen, wo sie sich aufhält. Klingt recht einfach. Zu einfach. Ja, es ist so einfach. Ich werde es in Betracht ziehen. Nun denn.
Das wird ja immer interessanter hier. Kein Ziel. Das wird immer... Oh, ein Reparaturlaser. Reparaturlaser. Den nehme ich mit. Das wird ja wirklich immer interessanter. Okay, dann reden wir mal mit dem Bediensteten. Der war dort. Sie sprechen mit dem Automatik. Du wollen Split? Ich bin gekommen, um mehr über die vermisste Zügelerin der Familie Rie zu erfahren. Sie suchen Hotscht. Ich sehe schon was hier. Ja, witzig. Ah, sehr, sehr witzig. Sie ist weg, nahm Antriebsteile mit sich. Betrügt mich nie wieder. Ach Gott, die Böse. Erst von der Hochzeit abhauen und auch noch stehlen? Was ist denn da los? Sehen Sie, mir sind Ihre fehlenden Quantumröhren ziemlich egal. Ich bin nur auf der Suche nach ihr, nicht nach Ihren Problemen. Sie ist schon lange überfällig mit Antriebsteilen. Nun Split müssen sich beeilen, um militärische Beschäftigung von Familie Rü zu liefern. Keine Zeit zu reden mit Ihresgleichen. Gehen Sie weg. Moment mal, halt, jetzt warten Sie doch. Was, wenn ich Ihnen ein paar Teile beschaffe, damit Sie Ihren Zeitplan einhalten können? Können Sie denn mir wenigstens sagen, wohin sie gegangen ist? Gut, Sie besorgen Ersatzteile, Sie erhalten Ihren letzten Arbeitgeber. Keine Teile, kein Hinweis. Eingehende Nachricht. Aha. 250 Einheiten Quantumröhren zum Handelsplatz. Okay, das könnte etwas schwieriger werden, denn Beschaffungsquests sind ja unglaublich spannend, wie man weiß. Ist doch mittlerweile auch der, was war das? Das Schiff angekommen sein, oder? Na. Mach hinne. Ich habe jetzt natürlich beim Triebwerkstuning gegeizt. Ich hätte dem Ding noch Triebwerkstuning geben müssen, aber. Naja. Frachtraum enthält nun Triebwerkstuning. Und einen Reparaturlaser, nehme ich an. Split, Lieferant, Elefant, Handelsplatz, Rasterraffinerie, L, Beta. Okay, mal gucken, ob im Frachtraum der Reparaturlaser, ja, ist er drin. Da. Super. Sind nämlich langsam knapp mit dem Schiff. Eingehende Nachricht. Jupp. Eingehende Nachricht. Super. Na denn, wo befindet sich diese geheimnisvolle Braut, der Split? Das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge rausfinden, während ich die Quantumröhren an den armen Bediensteten der Familie Rü liefere. Tja. Denn man sieht sich wie immer im Weltraum. Bis zum nächsten Mal.